Egal, ob du schon angefangen hast, Wirtschaftsinformatik zu studieren oder es später noch vorhast, so oder so wirst du merken, dass das Studium wirklich sehr anspruchsvoll sein kann. Vor allem die ersten Semester sind wirklich nicht einfach, wenn man sich da nochmal komplett neu einfinden muss, komplett neu einleben muss in dem Studiumsumfeld. Und genau aus dem Grund habe ich mir gedacht, dass ich mal die besten drei generellen Tipps fürs Wirtschaftsinformatikstudium zusammenfasse, damit ihr hoffentlich besser durch das Semester kommt. Viel Spaß dabei! Ich habe mir zuletzt mal überlegt, was dafür entscheidend war, dass ich erfolgreich durch den Bachelor gekommen bin und habe gemerkt, dass es vor allem drei verschiedene Punkte waren. Fangen wir also mal ganz vorne mit dem ersten an. Okay, der erste Punkt ist in der jetzigen Zeit zwar ziemlich schwierig, aber deshalb nicht weniger wichtig. Wie schon gesagt, ist das Studium für uns alle an irgendeiner Stelle ziemlich schwer, denn jeder hat seine Stärken und Schwächen. Die einen können vielleicht Mathe besser, wobei das wahrscheinlich die wenigsten sind. Andere haben vielleicht erste Kenntnisse in Programmierung. Oder wieder andere kennen sich schon mit Wirtschaftsthemen aus, weil sie beispielsweise von einem Wirtschaftsgymnasium kommen oder also was schon mal im Abi hatten. So oder so hat jeder irgendwelche Bereiche, in denen er besonders gut ist und andere, in denen er nicht so gut ist. Das Problem ist jetzt, dass viele der Meinung sind, sie müssten sich da alleine durchkämpfen. Vielleicht, weil man nicht so wirklich zugeben will, dass das Thema nicht unbedingt die eigene Stärke ist. Oder vielleicht auch einfach, weil man zu schüchtern ist, auf andere Leute zuzugehen oder generell einfach niemanden kennt. Aber glaubt mir, egal um welches Modul es geht, egal um welches Thema es geht, es ist immer besser, wenn man irgendwelche Leute hat, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man zusammen lernen kann, bei denen man mal nachfragen kann, ob die das besser verstanden haben und mit denen man das Ganze einfach zusammen durchstehen kann. Das Studium ist kein Einzelkampf und man kann sich da immer gegenseitig unterstützen, vor allem, weil es dich nicht irgendwie schlechter macht, wenn jemand anders auch eine gute Note schreibt. Im Endeffekt können alle davon profitieren. Und alle bessere Noten schreiben, wenn man gemeinsam lernt und sich gegenseitig irgendwie unterstützt. Wie genau du da vorgehen kannst, erzähle ich dir sofort. Vorher aber vielleicht nochmal kurz ein Beispiel aus meinem Studium. Ich habe zum Beispiel einen guten Freund, der schon vor dem Studium Kenntnisse in Programmierung hatte und deshalb, als er ins Studium gekommen ist, mit dem Thema nicht so Probleme hatte wie ich. Jetzt war ich stattdessen jemand, der mehr Interesse und Wissen im Bereich Wirtschaftsinformatik bzw. Wirtschaft hatte. Das heißt IT-Projektmanagement. Das heißt, diese ganzen BWL-Module, all das hat mich von Anfang an interessiert und da kannte ich mich auch so ein bisschen schon aus. Aber bei Programmierung musste ich bei Null anfangen. Da hat es sich natürlich gut ergeben, dass man sich gegenseitig unterstützt hat bei den Themen, mit denen der andere ein bisschen Probleme hatte oder die er nicht direkt verstanden hatte, sodass der eine mal dem anderen erklärt hat und dann wieder andersrum, sodass am Ende beide davon profitiert haben, beide bessere Noten geschrieben haben und einfach das Studium auch mehr Spaß gemacht hat, weil man halt zusammen gelernt hat und nicht immer nur alleine am Schreibtisch saß. Auch bei so Themen wie Mathe, wo im Endeffekt keiner von uns so wirklich eine Ahnung hatte und auch andere Freunde nicht so wirklich verstanden haben, was da abgeht, hat es geholfen, wenn man sich dann gemeinsam hingesetzt hat und sich quasi zusammen dadurch geboxt hat, um am Ende das irgendwie hinzukriegen und das zu verstehen. So, jetzt ist natürlich die größte Frage, die ihr wahrscheinlich ganze Zeit so vor dem Bildschirm schreit: Luis, ja, aber es ist alles online. Wie sollen wir das machen? Wie soll das gehen? Wie soll man Leute kennenlernen? Das ist alles andere als einfach. Ich habe für den Master ja auch die Hochschule gewechselt, das heißt, ich muss genauso bei Null anfangen wie ihr wahrscheinlich. Und da muss man erstmal schauen, wie man überhaupt neue Leute kennenlernt. Aber ich kann euch vielleicht auch ein paar Tipps mitgeben, wie ich es jetzt auch in kurzer Zeit relativ schnell geschafft habe, ein paar Freunde im Studium zu finden, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man lernen kann und wie ihr das hoffentlich auch schafft. Und zwar muss man es im Endeffekt selber in die Hand nehmen. Man muss selbst auf andere zugehen. Und ich weiß, das ist für manche vielleicht gar nicht mal so einfach. Andererseits ist es für manche vielleicht doch ein bisschen einfacher, andere Leute anzuschreiben, als persönlich auf sie zugehen zu müssen. Von daher hat das vielleicht auch seine Vorteile. So oder so war ich in der Regel derjenige, der auf andere zugegangen ist und gefragt hat, ob wir zum Beispiel gemeinsam eine Gruppe bilden wollen, ob wir uns nicht mal, weiß nicht, die Handynummern austauschen, um uns später mal irgendwelche Unterlagen zuzuschicken. Ob wir eine WhatsApp-Gruppe für ein bestimmtes Modul oder für den ganzen Studiengang machen wollen und so weiter und so fort. Also letztendlich muss man einfach ein bisschen Initiative ergreifen, wenn es sich nicht von alleine ergibt und quasi das Ganze selbst in die Hand nehmen. Denn in der Regel ist es auch so, dass die anderen sich darüber freuen, dass man selber den ersten Schritt macht, weil viele sich halt nicht trauen. Und wie gesagt, im Endeffekt profitieren aber alle davon, sowohl die anderen als auch man selber. Deshalb, manchmal muss man einfach derjenige sein, der den ersten Schritt macht. Natürlich muss das Timing auch irgendwie ein bisschen passen. Wenn man jetzt online irgendwelche Breakout-Sessions oder Gruppenarbeiten hat, kann man da auch natürlich ein bisschen schauen, dass man irgendwie casual und unabhängig von der Uni ein bisschen quatscht und auch mal sagt, ja, dann lass doch mal die Nummern austauschen, damit wir dazu eine Gruppe machen können oder
damit wir uns später nochmal austauschen können. All sowas, um quasi da an Kontakte zu kommen, damit man im Endeffekt irgendwie Ansprechpartner hat. Ich weiß, dass das nicht jedem leicht fällt und wenn man ein bisschen schüchterner ist, dann ist es sowieso nochmal super schwierig. Aber glaubt mir, in 90% der Fälle wird sich der andere genauso freuen darüber, dass du quasi dieses Angebot machst. Denn vielleicht hat er genau dasselbe gedacht oder sucht auch gerade Leute, mit denen er sich irgendwie ein bisschen austauschen kann, hat aber das gleiche Problem wie du gerade. Deshalb ist mein Tipp und meine Strategie, wirklich einfach aktiv auf Leute zuzugehen, aktiv Leute anzuschreiben und einfach mal schauen, was sich ergibt. Nicht jeder wird antworten und nicht mit jedem klappt es so wirklich gut, aber man wird auf jeden Fall immer Leute finden, mit denen man sich gut versteht, mit denen man quasi in Kontakt bleiben kann und mit denen man dann zusammen das Studium bestreiten kann. Kommen wir jetzt zu einem zweiten Aspekt, der sich ein bisschen spezieller auf das Wirtschaftsinformatikstudium bezieht, nämlich die Art und Weise, wie wir für die verschiedenen Module, die wir im Wirtschaftsinformatikstudium haben, lernen. Bei Modulen, die aus der Wirtschaft kommen, wie BWL und VWL, da geht es in erster Linie darum, neue Informationen kennenzulernen und diese wirklich verstehen zu lernen. Bei anderen Modulen aus der Wirtschaftsinformatik geht es stattdessen darum, eher Konzepte anwenden zu lernen und seine Analysefähigkeit zu trainieren. In wieder anderen Modulen aus der Informatik geht es letztendlich darum, bestimmte Logiken zu verstehen, Konzepte zu verstehen und die auch umsetzen zu können in Form von Programmiersprachen oder in bestimmten Modellen. Jetzt ist ein fundamentaler Fehler, den ich selber und auch viele andere im Bachelorstudium gemacht haben, der, dass man für alle Module mehr oder weniger gleich lernt. Nämlich, dass man die ganzen Vorlesungsinhalte im Endeffekt einfach durchgeht, zusammenfasst, auswendig lernt, eine Prüfung schreibt und fertig. Und wie gesagt, während das in vielen dieser Auswendiglernfächer wahrscheinlich die beste Strategie ist, kann man ganz ehrlich sagen, da gibt es auch einige von, muss man aber auch unterscheiden. Denn es gibt auch einige Module, bei denen kommt man mit reinem Auswendiglernen ganz, ganz schnell an seine Grenzen. Alle Themen, bei denen man irgendwie Logiken verstehen muss, bei denen man Sachen anwenden muss, bei denen man vielleicht sein Wissen auch übertragen muss auf eine neue Problemstellung. Bestes Beispiel sind dafür wahrscheinlich immer noch diese letzten Aufgaben in einer Mathearbeit, die wahrscheinlich nur so 15% hingekriegt haben. Also alles, wo man wirklich das Konzept, die Themen verstanden haben muss und die dann auf andere Sachen übertragen muss. Und so Fragestellungen gibt es im Wirtschaftsinformatikstudium auch einige. Deshalb muss man unbedingt schauen, dass man die Konzepte grundsätzlich verstanden hat, dass man die wirklich umsetzen kann, wenn die Aufgabenstellung mal ein bisschen anders aussieht. Ich gehe jetzt auf das Thema nur noch ein bisschen kürzer ein, weil ich euch schon ein paar Videos zu dem Thema gemacht habe. Die verlinke ich euch mal hier oben in der Infobox. Aber trotzdem will ich euch mal ein paar Fragestellungen mitgeben, die ihr euch quasi jetzt beim Lernen schon mal mitnehmen könnt. Wenn ich irgendwelche Sachen lerne, die nicht ganz einfach zu verstehen sind, bei denen ich mir so ein bisschen mehr Zeit nehmen muss, dann schaue ich auch immer, dass ich mir irgendwelche Fragen dazu stelle. Wie kann ich mir das Ganze in der echten Welt vorstellen? Nicht auf einer Folie oder auf einer Seite in einem Buch, sondern wie würde das Ganze wirklich umgesetzt werden? Wie sieht das in der Praxis aus? Das sind so Fragen, die man sich stellt. Bei anderen komplexen Themen, die beispielsweise aus der Informatik kommen, bei irgendwelchen Modellen oder irgendwelchen mathematischen Rechnungen, irgendwelchen Abhängigkeiten, da mache ich mir fast immer und auch jetzt noch immer irgendwelche Skizzen, in denen ich einfach nur für mich selber aufmale, wie das Ganze funktioniert. Diese Skizzen kommen gar nicht unbedingt in meine Lernunterlagen, sondern ich schreibe mir quasi in Stichpunkten oder skizziere mir so mal kurz, wie das Ganze abläuft, einfach nur, um für mich selber ein bildliches Verständnis zu schaffen, was ich da gerade lerne. Vielleicht ein kurzes Beispiel, damit ihr besser wisst, was ich meine. Diejenigen von euch, die bei den letzten Study With Me Livestreams dabei waren, wissen vielleicht, dass ich gerade eine Hausarbeit zum Thema Turing-Maschinen geschrieben habe. Muss euch jetzt nicht sagen, aber in den Büchern hatte ich dann zum Beispiel dieses Zitat hier stehen. Die Eingabe besteht aus den beiden Summanden. Zunächst ersetzen wir den ersten Summanden an-1 bis a0 durch an-1 bb und so weiter bis a0 bb. Dann kopieren wir den zweiten Summanden bn-1 bis b0 in die zweite Spur unterhalb des ersten Summanden. Dann können wir bequem die Schulmethode zur Addition verwenden. Im ersten Moment habe ich jetzt nicht so hundertprozentig nachvollziehen können, was genau da jetzt abläuft und wie genau das funktioniert. Und früher hätte ich dann tatsächlich den Fehler gemacht, dass ich es halt trotzdem auswendig gelernt hätte. Und wahrscheinlich hätte ich das dann quasi so eins zu eins wiedergeben können. Aber wenn da irgendwas anders wäre, wenn da ein paar Zahlen mehr wären, wenn dann irgendwie die Bezeichnung anders wäre, dann wäre ich wahrscheinlich schon an meine Grenze gekommen und hätte einfach da gemerkt, dass ich es einfach nicht verstanden habe. Heute mache ich es ein bisschen anders. Heute nehme ich mir kurz mal 5 oder 10 Minuten extra und versuche das Ganze wirklich zu verstehen.
So habe ich nämlich ganz schnell gemerkt, dass es eigentlich gar nicht so kompliziert ist und dass diese Funktionsweise in dem Fall von einer Mehrspur-Turing-Maschine eigentlich relativ intuitiv ist, gar nicht mal so komplex. Was ich euch damit zeigen will, ist, dass man, je nachdem, was man lernt, nicht immer gleich lernen kann. Manche Sachen kann man einfach auswendig lernen, weil es wirklich Informationen sind, die man einfach so sich einprägen muss. Andere Sachen wie Konzepte, wie Funktionsweisen, wie vielleicht auch Logiken, die kann man nicht einfach auswendig lernen. Die muss man ein bisschen tiefer verstehen, mit denen muss man sich ein bisschen befassen, bevor man die wirklich auch anwenden und wiedergeben kann. Kommen wir damit zum dritten und letzten Punkt, und zwar muss ich auch jetzt im Master noch immer alle Abgaben, alle Präsentationen, alle Testate, alle Übungsaufgaben, alle Klausuren, alle was weiß ich auf dem Schirm haben, um im Endeffekt alles auch wirklich hinzukriegen. Ich muss zugeben, ich habe das zum Beispiel in den letzten ein, zwei Wochen ein bisschen schleifen lassen, habe mir nicht immer direkt alles aufgeschrieben, habe mir gedacht, das kann ich mir schon irgendwie merken, und habe diese Woche gemerkt, dass ich Ende dieser Woche eine Abgabe habe, die ich bis jetzt noch gar nicht auf dem Schirm habe, weil ich mir die nicht aufgeschrieben habe. Jetzt habe ich ein bisschen Glück, dass das nicht super kompliziert ist und ich trotzdem bis Ende der Woche das auf jeden Fall schaffen werde. Aber ich habe da gemerkt, wie schnell es passieren kann, dass man irgendwas aus den Augen verliert und dadurch im Nachhinein vielleicht irgendwelche Konsequenzen, negative Konsequenzen davon trägt. Denn wenn man deshalb in irgendeinem Modul irgendwie Punktabzüge kriegt oder vielleicht sogar für eine Klausur nicht zugelassen wird oder das Modul nicht besteht, dann ist das ja super ärgerlich, weil es eigentlich ja wirklich rein organisatorische Probleme waren und man das eigentlich fachlich oder vom Verständnis her easy hingekriegt hätte. Man denkt oft, dass man sich das nicht alles aufschreiben muss, das kann man sich auch alles merken, das passt schon irgendwie, schreibe ich mir nachher auf. Aber ich merke immer wieder, dass wenn man es nicht macht, wenn man kein irgendwie halbwegs vernünftiges System hat, in dem man sich ein bisschen organisiert, dann wird das Studium echt sehr schwierig. Denn es passiert echt ganz schnell, dass man vielleicht nicht unbedingt auch so Prüfungstermine, aber sowas wie Anmeldefristen für bestimmte Module auch im nächsten Semester oder Bewerbungsfristen für so ein Auslandssemester oder halt auch ganz normal diese ganzen Termine für Testate, für Prüfungen, für Abgaben. Bei den ganzen verschiedenen Sachen kann es einfach super schnell passieren, dass irgendeine Sache davon mal untergeht, wenn man sich den nicht irgendwie klar notiert hat. Wie genau man das macht, ist dabei gar nicht besonders ausschlaggebend. Im Endeffekt muss man nur irgendwie einen Plan haben, was wann passiert und wann man sich um welche Sachen kümmern muss. Ich persönlich mache das in Notion und habe da mein kleines eigenes System entwickelt. Und in diesem Video hier zeige ich euch, wie genau das aussieht und wie genau ich da vorgehe. Ansonsten, falls das Video gefallen hat, würde ich mich mega freuen, wenn du dem Ganzen ein Like gibst. Und falls du es noch nicht getan hast, kannst du natürlich auch drüber nachdenken, den Kanal gerne zu abonnieren. Damit sind wir durch und ich wünsche dir wie immer einen Hammertag. Mach das Beste draus und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut!